Am Ende des Videos werden wir zusammen mit Kevin Großkreuz ein unterschriebenes BVB-Trikot verlosen. Also bis zum Ende dranbleiben. Ja, jetzt geht's ja los. Ui, 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 ui. Ach, scheiße, Mann. Kevin, servus. Hey. Willkommen in der schönsten Stadt Deutschlands. Naja. Ich habe gehört, du bist unfassbar gerne hier. Im Moment ja, weil meine Freundin hier wohnt, aber sonst. Gute Antwort. Du, muss ich nicht unbedingt. Wir haben ja eine richtig ordentliche Challenge heute Abend geplant. Okay. Aber vorher möchte ich dich noch ein bisschen mehr von der Stadt überzeugen. Okay, bin ich habe mir ein paar Spots ausgesucht. Wenn du da nicht abgehst, dann weiß ich auch nicht. Ich bin gespannt. Ich mach dich heute zum Münchner. Ja. Ich mach dich heute zum Münchner. Das wird schwierig. Also, let's go. Überraschen. Komm. Da ist das gute Stück, gell? Ja. Da erinnerst du dich immer gern. Das ist ein Stadion. Boah, ich muss sagen, ich habe Research gemacht zu euren... Ich finde es übertrieben. Ja, wirklich. Vor allem, wenn es leuchtet. Das ist so Herzenssache da drin, für mich, ohne Witz. Aber Stimmung. Stimmung ist geil. Das bitte, ist so. Bitte, ey, bitte. Du bist wie alle Insta-Kommentare. Nein. Ich war schon öfter da im Stadion mit Dortmund und so. Immer wenn ich war, habe ich mir gedacht, warum schreiben die Leute schlechte Stimmung? Nur Kölner, Dortmund. Nee. Bayern ist überragend. Und auswärts ist Bayern Top 5. Auswärts ist Bayern gut. Das ja. Heimspiele, weil nur Schickeria mitmacht und also Schickeria. Oh, wenn ich überlege, so diese Szene Bayern gegen PSG, Champions League, Schiri hat irgendwie 5 Minuten später an, die Spieler stehen schon alle und das ganze Stadion Bayern. Ich krieg Gänsehaut, wenn ich jetzt drüber nachdenke. Ich saß vorm Fernseher und dachte mir, boah. Ich finde die richtig geil. Auf geht's! Oh, guck mal, da kommt auch die Null-Stimmung-Arena. Hörst du die Fans? Bayern! Also Leute, hier ist nie Stimmung. Was ein Prachtexemplar. Naja, guck mal, abends, wenn Champions League ist, du läufst hier rein, das es leuchtet rot. Und vor dem Spiel kann man hier auch nichts machen, glaube ich. Ne? Kann man nicht mal ein Bierchen trinken oder so. Kannst du was mitnehmen. Ja, mitnehmen. Hier hast du alle Fans. Ich will doch irgendwo hier gemütlich sitzen, ein Bierchen trinken. Ja, du hast wieder nur das eine im Kopf. Ja, aber gehört so dazu. Hier, in der Allianz Arena fokussieren wir uns auf eins. Und zwar auf schönen Fußball. Das kennt ihr doch gar nicht bei euch. Ja. Doch, können wir auch. Es kommt alles über Kampf. Ja, bei uns ist auch so. Hier ist einfach traumhaft. Arbeiterstadt sind wir. Traumhaft, ja. Ihr arbeitet aber nur nicht auf dem Fußballplatz. Doch auch. Nee. Gearbeitet wird hier. Hier wird geackert. Hier wird gefightet fürs Team. Drüben wird geackert. 60. Nein, jetzt kommen wir nicht mit 60. Ja, ja. Genießt doch mal die Aussicht. Ich finde es nicht schön, ehrlich gesagt. Aber für die EM ist es natürlich siehst du, ist auch wichtig. Und auch ist ein, ja das Eröffnungsspiel. Ja. Aber wenn ich mit Dortmund oder Köln oder so hier bin im Stadion, dann hört man nur. Vielleicht ist es nur, weil du immer hier bebuht wurdest. Deswegen hast du keine gute Erinnerung. Aber ich habe hier öfter gewonnen, muss ich sagen. Das habe ich doch. Habe ich wirklich. Gerade 11 bis 13 habe ich hier gewonnen. Komm, ich habe noch einen Spot ein hier. Geärgert. Ich habe noch einen Spot hier am Stadion. Ich möchte dir noch was zeigen. Vereinslegende, ja, Gerd Müller. Das ist er auf jeden Fall. Komm, eins habe ich mir vorgenommen, dass wir dich dazu kriegen, einmal nachzumachen. Nachmachen muss ich nicht, aber spür's. Er ist natürlich Legende, komm. Eine absolute Legende und wie viele Tore der geschossen hat, auch für die Nationalmannschaft. Bomber der Nation. Ja, der ist. Wenn man so einen Titel hat, dann weißt du, du hast was geleistet. Da kann man ja überragender Fußballer komm, und. Komm. Oder. Also, komm, ins Auto, weiter, Abfahrt. Ja, komm. Guck mal, du hast in der ersten Bundesliga gespielt, in der Westfalenliga und sogar in der Baller League. Und was ich mich immer frage ist, was ist der größte Unterschied zwischen Profibereich und Amateur
außer jetzt das Offensichtlichere, dass das Spielniveau anders ist? Schon, dass es schneller ist und so, ne? Dass es technisch sauberer ist, dass es schneller ist, taktischer und Gibt es irgendwas außerhalb des Platzes, was einem da auffällt? Außerhalb? Ja. Ich glaube, in der Bundesliga, in der Kabine ist schon öfter mal auch, wo man die Meinung sagt, wo man auch mal lauter wird. Im Amateursport ist das nicht so der Fall. Das heißt, wenn da mal jemand einen Fehler macht, dann sagt man eher so, ja, passiert halt, nächstes Spiel geht's weiter. Ja, in der Bundesliga kriegst da du muss richtig ich mich einen auch so, ab, da muss ich mich auch ein bisschen so zurückhalten. Ja, so, das kennen die alle nicht so wichtig im Amateursport. Natürlich sagt man auch mal was, aber so, ich bin immer so der mit Emotionen, der auch dann mal ankackt und so. Und das ist im Amateursport nicht so krass wie in der Bundesliga. Da ist das gute Ding. Das ist das, oder was? Ja, das Siegestor. Das sieht schon geil aus. Das ist das Siegestor und da gegenüber, was ist da nochmal jetzt? Also? Dieser Odeonsplatz, ja. Wo wir durchlaufen. Also Kevin, ich möchte, dass du heute natürlich aus München auch wertvolles Wissen mitnimmst. Okay. Ja? Und dieses wunderschöne Siegestor hier wurde zwischen 1843 und 1850 erbaut, um die Siege gegen Napoleon zu feiern. Und die Siege hat man damals gefeiert. Und heute feiern wir die Siege des FC Bayern hier. Und dann bei der Europameisterschaft werden wir die Siege der Nationalmannschaft hier feiern. Ja, hoffen wir es, dass wir die Siege auch hier feiern können. Also, perfekter Spot in München hier. Siegestor. Wenn das mal kein gutes Zeichen für die EM ist, dann weiß ich auch nicht. Und du hast noch ein bisschen geschichtliches Wissen mitgebracht. Ja, vielen Dank. Das ist mir als Host in München natürlich sehr, sehr wichtig. Okay, freut mich zu hören. Einen Test machen wir vielleicht auch am Ende, ob du wirklich zugehört hast. Können wir machen. Können wir machen. Perfekt. Habe ich jetzt schon wieder vergessen. 1843. Okay. Ah ja, schön hinter die Ohren schreiben. Okay. Das ist doch ein perfekter Spot auch für so ein erstes Date, oder nicht? Sie nahm mich noch nie hierhin. Ja, das ist ja auch deine Aufgabe. Ja, ich kenne mich du kannst aus in München, doch nicht einfach mich hier aus in München? Ja, du kannst ja ein bisschen googeln, ja, schöne Spots. Du hast doch jetzt mich als Host. Ja, dann fragst du, ey Martin, kannst du mir coole Spots empfehlen? Nein. So, siehst du? Ja. Bist hier herzlich begrüßt. Ja, das waren 60 ja. Ich glaube auch jetzt zur Europameisterschaft, die Truppe ist gerade, die kommt gerade und da sind mit den letzten zwei Spielen. Ja, und da sind geniale Zocker dabei, gerade mit Wirtz und Musiala und im jungen Alter müssen die Verantwortung übernehmen und das machen sie in dem Verein auch schon. Und ich glaube, gerade im eigenen Land, wenn man da das erste Spiel gewinnt, man hat ja auch 2006 im eigenen Land gesehen, was für eine Euphorie da zustande kommen kann. Das Fußballmärchen, vielleicht kriegen wir dieses Jahr auch wieder eins hin. Das wäre geil, ne? Und ich hoffe es, dass sie es hinkriegen und ich freue mich einfach auf die EM im eigenen Land. Wir haben jetzt die klassische Freekickers Five-Shot-Challenge geplant. Jeder zwei Durchgänge. Okay. Der die meisten Dinger macht, hat selbstverständlich gewonnen. Also, darf wir schnicken. Okay. Der Gewinner darf aussuchen, wer anfängt. Okay. Alright? Bis eins. Einmal nur bis mit Brunnen oder ohne Brunnen? Nee, ohne. Was okay, macht man das in Dortmund oder was? Ja. In München bleibt man ehrlich. Ja, okay, alles klar. Alright. Zauberstab auch mal. Ja, ich mach jetzt. Schnick, schnack, schnuck. Ja. Schnick, schnack, schnuck. Let's go! Ja, was ist? Ich leg vor. Leg's vor? Natürlich. Was? Ehrlich? Ah ja, klar. Du bist doch in meiner City. Du bist doch in meiner City. Ich zeig dir, wie das Ganze geht. Let's go. Los. Komm. Ja! Alter. Wen hat er da denn gesehen? Oh, ja. Ja.
Jawoll! Komm, Jan! Komm, aber die hast du, komm, die hast du! Boah! Mann! Weg! Jetzt, Jan, jetzt brauche ich dich, komm, Junge! Jan, komm, Jan! Ja! Ja! Stark. Macht er stark, macht er sehr gut. Deswegen ist er der Profi, ja? Ja, jetzt legt er los, ja! Ja! Ja, stark, Junge! Komm! Gut. Ja, gut, da macht er das gut. Macht der Junge das gut, ey. Jetzt will ich aber, dass du bei dem auch so hebst, ey. Boah. Komm, Jan, komm! Das gibt es nicht, ey. Komm, jetzt fisch die Dinger raus hier. Nein! Ey, Jan! Mann! Komm, einer noch, Abwurf. So, den mach ich noch, Leute. Nee. Uiuiuiui! Ach, scheiße, Mann! Raus sind die Männer, raus! Gewonnen! Boah, das kann's nicht sein. Das ja, danke. Ja, da muss man sagen, es war ja, Dortmund gewonnen. Es ist verdient. Ja, es tut im Herzen weh, der Junge hat in München gewonnen. Ja. Du kannst in jeder Stadt wenn ich gewinnen, da bin. Nur nicht in München. Um das unterschriebene BVB-Trikot gewinnen zu können, schreibt ihr einfach einen Kommentar unter das Video, am besten mit eurem Instagram-Namen, und wir werden dann den Gewinner per Instagram kontaktieren. Viel Erfolg! Höchst verdient, Mann, muss ich dir sagen. Schön, dass du zu Besuchen gekommen bist. Ja, hat mich sehr gefreut, hat Spaß gemacht. Auf jeden Fall. Und ja, wie ich würde sagen, Revanche machen wir, oder? Machen wir auf jeden Fall. Hand drauf, stark. Danke. Danke auch, wenn du von mir nichts gehalten hast. Schön bei mir gefischt. Schön bei mir gefischt.